Mein Professor an der Uni hat immer gesagt, die beste Kilowattstunde, die man haben kann, ist die eingesparte Kilowattstunde. Also hier wird sehr viel eingespart und das bisschen, was noch gebraucht wird, wird dann selbst erzeugt. Wir haben hier das Ziel, möglichst energieautarke Häuser zu bauen, das heißt, die sich selbst mit Energie versorgen, zu einem großen Teil. Das Holz stammt aus regionalen Wäldern. Die Herstellerfirma befindet sich in Nordrhein-Westfalen, ist also alles relativ nah hier. Der Betrieb nachher ist ressourceneffizient, da die Bewohner mindestens 50% ihres gesamten Energieverbrauchs selbst produzieren werden durch ihre Photovoltaikanlage. Und wenn sie aktiv mit diesem Thema umgehen, dann können sie wohl bis zu 70-75% ihres Energiebedarfs selbst erzeugen und müssen dann nur noch 25% an externen Ressourcen hinzukaufen. Also solche Bauvorhaben setzen sicherlich einen Meilenstein für die Zukunft und insofern lebe ich hier auch so ein bisschen meinen Traum, was für das Klima zu tun, aber auch so ein bisschen Design und Architektur beeinflussen zu können. Das Fairtrade-Haus soll heißen fair für die Umwelt, fair für den Kunden und fair für den Unternehmer, weil alle drei daran beteiligt sind, ihr Haus zu bauen. Ja, das ist letztendlich die Idee gewesen dabei. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und speichert CO2 und ist ein warmes Material, infolgedessen an sich alternativlos, um Einfamilienhäuser herzustellen oder überhaupt zum Bauen heranzuziehen. Und das begeistert mich einfach, also auch die Vielseitigkeit, wofür Holz einfach verwendet werden kann. Also wenn man überlegt, dass ein Holzhaus zwischen 30 und 60 Tonnen CO2 einspart gegenüber einer konventionellen Bauweise, ist das schon sehr viel für die Umwelt am langen Ende. Das ist gelebter Klimaschutz allein durchs Bauen. EcoTRM ist ein Kurztitel von einem Forschungsprojekt, wo wir mit südkoreanischen Partnern einen ganz neuen Werkstoff, einen Verbundwerkstoff namens Textilbeton entwickeln, wo die Koreaner praktisch die Betonmatrix nochmal verändern. Gerade bei uns am Institut für Textiltechnik ist es so, dass wir sehr industrienah forschen. Das heißt, wir binden zum sehr frühen Zeitpunkt die Industrie schon mit ein, um genau den Effekt zu erzielen, dass wir sehr schnell an reale Produkte rangehen, an reale Gebäude, wirklich das in den Markt transferieren. Um da ein Beispiel zu nennen, wenn man halt wirklich beim Zement 80% sparen kann, das ist immens eine Einsparung auch von CO2, das heißt sehr umweltfreundlich, auch für die Welt. Aber da gibt es auch ganz andere Beispiele, dass wir halt über die Gewichtseinsparung auch Transportkosten sparen können, Bauvolumen sparen können, ist auch ein Riesenthema. Und für die Leute, die auch gerne hochbauen wollen, man kann dann auch irgendwann höher bauen. Also wenn die Werkstoffe an sich viel, viel fester werden, das heißt höhere mechanische Eigenschaften haben, bei gleichzeitig geringerem Gewicht, ermöglicht das auch komplett neue Bauweisen. Diese Siedlung zeichnet zunächst mal aus, dass jedes Haus, was hier steht, mindestens einen Faktor 2 haben. Das heißt, sie sparen gegenüber einem KfW 55 Haus 50% an CO2, 50% an nicht erneuerbarer Energie und 50% an nicht nachwachsenden Rohstoffen gegenüber so einem ortsüblich errichteten KfW 55 Haus, was ja schon ein sehr, sehr energieeffizientes Haus ist. Das nächste, was sie auszeichnet, ist, dass wir hier zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen tatsächlich einen Klimaschutzstandard erreicht haben, der den gesamten Lebenszyklus einbezieht. Also wirklich von der Wiege, von der Erstellung der Baustoffe hin bis zur Entsorgung der Stoffe, die innerhalb von 50 Jahren tatsächlich entsorgt werden müssen. Ich finde es toll, dass wir eine wirkliche Perspektive haben, im Prinzip einen richtigen Plan haben, wie wir das hier in unserer Region ausrollen und immer breiter werden lassen.